Wow, ist das ein hübscher Hund. Ja, ich werde gleich mal erfahren, was das für eine Rasse ist. Er ist auf jeden Fall 9 oder 10 Monate. Es ist ein Chihuahua, höre ich jetzt gerade von der Seite. Genau. Hier ist nämlich jemand, der kennt den Hund ganz gut. Oh, die können so alt eigentlich. Ja, sie ist öfter hier? Ja, jeden Monat eigentlich. Okay. Ja, ihr seid ziemlich oft hier bei Fressnapf. Warum seid ihr so oft hier? Oh ja, das sind halt die Kundschaft, die kennt man. Und die sind immer froh, wenn man sie wieder sieht. Und da kriegt man die Sache, was der Hund braucht. Da wird man gut beraten. Und ihr seid aus welchem Ort kommt ihr? Schöneck von Frankreich. Aus Schöneck. Ihr seid direkt aus Frankreich. Ihr sprecht auch Französisch? Ja, genau. Sicher spreche ich Französisch. Ach, Sie sind Franzose? Ja, genau. Sprechen sehr gut Deutsch? Ja. Sagen in der Platt, wenn Sie wollen. Bien sûr. Okay, super. Ja, das heißt also den weiten Weg hier rüber. Es geht ja auch um das Thema Ernährung, oder? Ja, genau. Gesund bleiben und fit. Und da kriegen wir ja gute Adresse immer, wo man kann der Hund auch trainieren. Das kriegen wir alles vor Ort hier gesagt, wenn was ist oder Neuigkeiten, wo eigentlich die Tiere brauchen. Auch für meine Tochter, die hatte 2 Katzen, eine riesige Katze, und die ist auch da besorgt. Okay. Okay, das heißt, es geht weit über das hinaus, jetzt normal einkaufen, sondern das Shoppen macht Spaß hier? Ja, genau. Okay. So, jetzt gab es einen ganz besonderen Fall. Ihr habt nämlich was gesucht. Ihr habt es auch in der Hand mit dabei. Das ist ein spezielles Teil. Was kann das? Wie heißt das? Ein Anschnallgurt. Ein Anschnallgurt. Ein Anschnallgurt. Das Verbindungsstück, das ans Geschirr gemacht wird und in den Gurt reinkommt. Dass der Hund sich auf der Rückbank bewegen kann. Er kann sich setzen und sich legen, aber springt nicht im Auto rum. Okay, der Preis? 4,99. 4,99. Das heißt, es ist jetzt ein kleiner Einkauf gewesen, aber das ist was man nicht überall kriegt, oder? Günstig, weil wir fahren jetzt 900 Kilometer in Südfrankreich. Also ist der Hund bequem dann, ne? Ihr fahrt nach Südfrankreich jetzt? Ja. Ihr fahrt jetzt in Urlaub? Nee, am Dienstag erst. Okay. En vacances, weil im Moment sind ja Ferien in Frankreich, gell? Ja, genau. Und wir fahren in Chur. Dann nehmen wir unser Hund mit. Ihr habt den mitgenommen? Ja. So, genau. Das heißt, ihr habt das gesucht, ihr habt es gefunden? Ja, genau. Okay. So, jetzt ist ja 4,95, das ist schon günstig, ja, oder? Und hier ist man immer gut beraten, muss ich schon sagen. Ist sie nett hier, die Heidi? Also, wirklich nett. Sie haben mich schon gut beraten. Ja, es geht ja auch um das Thema Futter. Man hat ja den kleinen Lieb, ja. Ihr habt ein spezielles Futter für ihn, nehme ich an, ja, oder? Ja, wirklich. Und das passt ihm auch gut, ne? Das passt ihm gut. Ja, warum jetzt die Entscheidung für den Hund, den Chihuahua? Wir hatten schon einen Chihuahua und der Chihuahua gefällt uns. Ja, warum? Ein lieber Hund. Schön klein? Ja, und man kann ihn überall mitnehmen. Weil er so schön klein ist? Ja, genau. Und er liebt Menschen und Tiere und andere Tiere. Ne? So, das heißt, wenn ihr herkommt, hier wird auch viel gelacht. Du hast eben schon gesagt, die Beratung ist okay, aber jetzt ist die Heidi ja auch nicht immer da. Das heißt, auch die anderen Kollegen sind nett? Alle. Ja. Ich finde immer ein guter Rat. Okay. Auch Boxen, also man kriegt ja alles. Alles, was man braucht, bekommt man hier. Ja, okay. Wirklich. Ist es okay, wenn du kommst, Öffnungszeiten, ist das für dich ausreichend? Ja, immer. Also uns passt es. Gar kein Problem. Parken ist auch kein Problem? Auch kein Problem, wirklich. Ja. Du bist erlöst, du kannst aus Südfrankreich fahren mit deinem Chihuahua. Der Name, wie ist der Name? Nuki. Nuki. Warte, ich zeig's mal gerade. Ich kann ja gar nicht mehr ablassen. Von der Familie Fressnapf. Ja, sie haben sich nämlich eine Tankstelle. Es gibt da was zu trinken für die Herrschen. Ich war das letzte Mal hier, habe 5 Gläser getrunken. Das werde ich nie vergessen. Ich hatte so Durst. Oft ist es ja so, dass die Männer, die Frauen sind ja oft die Treiber, so ein bisschen bei den Hunden, oder? Ja, wirklich, ja. Aber mein Mann ist auch sein Papa. Hat er vielleicht durch? Okay. Ja, das kann sein. Ja. So, die Heidi, die kommt. Die kommt da gleich nochmal. Was ist denn so ein Hund? Was bedeutet ein Hund für dich im Leben? Also in unserem Alter können wir keine Kinder mehr haben. Und das ist für mich wie mein kleines Kind, obwohl es doch ein Tier bleibt. Ja, aber das sagen ja viele. Aber ist das so, der ist abends, liegt er bei dir auf dem Schoß? Der liegt bei uns, also auf dem Bett mit uns, ja. Echt, der schläft bei euch auf dem Bett? Ja, er hat seine Decke und dann darf er da schlafen, auf seiner Decke. Der ist jetzt relativ jung noch, oder? Ja, 9 Monate. Ist 9 Monate. Ja. Ist er schon brav? Ja. Stubenrein? Ja. Stubenrein, so wie man ihn dressiert. Ne? Okay. Ja. Und hat Durst? Ja, jetzt hat er Durst. Er hat nämlich schon Schneegulli bekommen. Leckerli? Ja, Leckerli. Okay. Du bist ja Elefant. Du bist ein Elefant, sagt der Mann. Oh, hat er da nichts gegeben?
Ui, war zu wenig Wasser. Ich hab ihm aber jetzt nichts. Nee, keine Angst. Also es ist ja kein Hochsommer. Nee. Außerdem habt ihr das Tier nicht im Auto gelassen, alles gut. Also wenn das einer sieht, dass ein Hund mal Durst hat, ist ganz normal, oder? Ja. Ja. Ja, das heißt, ihr habt jetzt auch kein Band, kein Halsband. Ihr habt jetzt dort ein Geschirr an. Ja, das ist viel ein bisschen bequemer, ne? Viel bequemer, ja. Und auch für diesen Gurt, ne, ist das auch gut. Dann kann er sich besser bewegen und er tut sich nicht. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Das heißt, das Teil, das kommt in das Gurtschloss. Genau, die Kunden möchten nicht den Hund die ganze Zeit in der Box lassen. Er soll zwischendurch hin und auf die Rückbank und du musst ihn ja befestigen, dass wenn was passiert. Aber bitte niemals an ein Halsband, immer nur an ein Geschirr. Nee, der Polizei. Ne? Genau. Die Polizei, die guckt auch nach, ja, oder? Das heißt, nicht so im Schoß haben. Da kann man ganz ordentlich eine Protokoll kriegen, ja. Ja, wir sind im Fressnapf in Völklingen. Ihr habt insgesamt 3 Fressnäpfe unter der, ich sag mal, Leitung von der Melanie Beiersdörfer. So, das ist hier einmal hier in Völklingen, dann sind wir in Saarbrücken. In Saarbrücken am Hallberg und in St. Ingbert in der Oststraße. Das sind die 3 Stück, die ihr praktisch leitet? Die wir betreuen. Was ist die Devise bei euch? Das heißt, ihr habt Spaß bei der Arbeit? Genau, so sieht's aus. Komm rein und fühl dich wohl. Ja, ist so. Das ist so. So, ihr habt recht gute Öffnungszeiten von Mammeswahn seit Von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Ja, super. Vielen Dank, Heidi. Bitte. Und vielen Dank einmal deinen Vornamen. Gerard. Oder Gerhard. Der Gerhard und die? Patricia. Die Patricia, ja. Du bist auch Französin? Ja. Okay, klasse. Ja, 2 Franzosen, die perfekt Deutsch sprechen. Das ist ein deutscher Hund. Es ist ein saarländischer Hund. Ja, ja. Ich hoffe, er weiß das. Er kommt von Gerschweiler. Okay, das heißt, er frisst kein Leona? Ja, genau, saarländischer Leona. Bekommt er nicht, das verträgt er nicht. Nee, das war Spaß. So, und Mischbier. Und Karlsberg Urpilz bringt da. So, alles klar. Vielen Dank euch allen, gell? Ja, tschüss. Danke, tschüss. Bis nächste Mal. Ciao.